wir angeln heute sehr viel mit den selbstgemachten Fisch. Was ist das für ein Ding? Unfassbar. Ja, was hast du dazu? Ein unfassbares Teil. Der ist so fett. Der hat 53. Mehr hat der. Habe ich eigentlich schon ein Intro gemacht? Nee, ne? Ja, moin Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute mit dem Jan unterwegs. Den Jan, den kennt ihr ja schon aus einem Video, wo wir gemeinsam mit dem Tom unterwegs waren. Wir hoffen, dass wir heute einiges an Band kriegen. Wir haben uns einige Stellen ausgesucht und werden aber auch ganz spontan einfach uns treiben lassen und schauen, wo es uns dann hinführt. Ja, was der Michi genau sagen wollte, wir sind extrem schlecht vorbereitet. Aber das ist auch mal ganz gut, wenn man so unterwegs ist, weil dann lernt man auch mal neue Stellen kennen. Nachdem es im letzten Video ja für mich ziemlich schlecht lief. Ja, der arme Jan, der setzt sich etwas unter Druck. Wir sind jetzt an einem neuen Spot und er hat noch nichts gefangen, hat sich noch nicht entschneidert. Wäre es schön, wenn wir heute auch den einen oder anderen Fisch bekommen würden. Also wir werden es auf jeden Fall ein bisschen auf Hecht und auf Barsch probieren. Gegen Abend hin vielleicht noch ein bisschen auf Zander. So, ich habe den Michi für seinen nächsten Urlaub ein paar Köder gemacht. Der hat rausbekommen, dass ich seit einiger Zeit meine Köder selber mache und hatte sich da so ein paar Wunschfarben vorgestellt. Es soll überwiegend auf Zander und auf Schwarzbarsch geangelt werden. Hier sind ein paar Farben, die ich ihm gemacht habe. Er hat mir einfach Fotos rübergeschickt von Farben. Ich habe ihm die Köder gegossen. Bei mir hat das mit dem Ködergießen angefangen im letzten Jahr. Da hatte ich einen Köder, der besonders gut gefangen hat, der aber in Deutschland unheimlich schwer zu bekommen war. Und ich habe einfach angefangen, Köder nachzugießen. Und die Köder haben erstaunlicherweise gut gefangen. Und dann bin ich auf die gekommen, eigene Köderformen herzustellen. Habe bis jetzt eigentlich erst einen Zander, einen Barschköder und einen Hechtköder. Was alles noch im Prototypbereich abläuft. Die werden jetzt in diesem Jahr erstmal ordentlich getestet. Auch heute wollen wir die mal testen und gucken, ob wir damit ein paar Fische landen können. Ja, ich bin sehr froh, dass der Jan mir meine persönlichen Köder für Portugal gemacht hat. Das sind nämlich diese Farben, die extrem gut dort auf Zander funktionieren. Man sieht sie hier in Deutschland relativ selten in dieser Farbvariante. Diese Köder in diesen Farben laufen extrem gut und das werdet ihr auch demnächst sehen, aber das in einem anderen Video. Und ich freue mich tierisch drauf, auch auf diesen Trip. Ja, seid gespannt und wir versuchen natürlich jetzt nochmal weiter Gas zu geben und vielleicht den einen oder anderen Fisch zu fangen. Leute, wir haben gerade noch gedacht, wir wollten ursprünglich da hinten an eine Stelle gehen und der Jan hat gedacht, lass uns mal hier an die Kante gehen. Erster Wurf, ich stand noch am Auto. Micha, ich habe Fisch. Komm hier rüber, Landest du den? Ja, ich lande den. Wie viel hat er gehabt? Ja, war ein schöner 52er Barsch. Geiler Wurf. Gewogen haben wir leider nicht, aber richtig fette Maschine. Und ja, hat funktioniert auf jeden Fall. Ich bin echt noch ein bisschen perplex. Ich glaube, wir beide, das ist so. Das kam aus dem Nichts. Ne? Wir haben echt gerade eben den Spot gewechselt, beziehungsweise sind komplett irgendwo anders hingefahren, weil wir gedacht haben, okay, wir müssen an andere Gebiete gehen. Und ja, erster Wurf, buff. Ja. Ne? Wir angeln jetzt auch schon hier seit knapp 2 Stunden. Ja. Wir hatten erst einen Fischkontakt. Ja. Insofern kam das jetzt genau richtig für die Motivation. Würde ich sagen. Worauf hast du ihn gefangen? Ja, dieser Köder hier ist von mir selber gemacht. Ist eigentlich noch ein Prototyp, aber ich glaube, da wird was draus. Ihr hört den Motor, wir fahren weiter. Ich wollte eigentlich ein Brezelbrötchen, hatte mir der Verkäufer eine Brezel reingehauen. Dann muss ich ja eine trockene Brezel essen. Ja. Ja, ich glaube hier und da hinten war auch noch größer, aber hier sieht das schon mal gut aus. Ich bin ja kein Angsthase, aber ich habe doch ein bisschen Respekt vor den zwei Hengsten hier. Man kann ganz deutlich erkennen, dass es Hengste sind. Und wenn die jetzt anfangen, ihr Revier zu verteidigen, dann haben wir ein Problem. Aber ich stehe hier auf gesicherter Stelle. Auf einem Stein, der 50 cm vom Ufer ist. Ich würde sagen, das müsste ausreichen. Oder auch nicht. Bei meinem Jan sieht es auch nicht besser aus, obwohl er hat noch eine kleine
Verlängerung seines Steges. Also er ist weiter weg. Aber sie sehen ja ganz friedlich aus. Nächstes Mal bringen wir einfach ein paar Möhrchen mit, wenn wir hinkommen. Wobei, dann werden wir sie auch nicht los, ne? Das ist vielleicht dann die andere Geschichte. Das Problem ist, wir müssen weiter und das werden wir jetzt auch antesten. Der Jan geht einfach mal vor. Ich schaue mir das mal von sicherer Entfernung an, aber es scheint ein friedliches Zusammenkommen zu sein. Es ist schön, dass das zwischen Mensch und Tier so funktionieren kann. Ich gehe mal hier durch den Busch. Das ist mir nicht so ganz geheuer mit den zwei Pferden. Das scheint die Toilette zu sein. Ja, also ich habe es geschafft. Wir konnten uns erfolgreich von den Pferden trennen. Wir angeln heute sehr viel mit den selbstgemachten Prototypen. Oh, ein Barsch. Immer normaler Barsch. Sauber. Ein wunderschönes Tier. Fantastisch. Und ich habe gerade noch über Jans Köder gesprochen. Ich habe ihn auch in der Hand. Er lag sogar in meinem Mund. Und dann rief der Jan mal wieder Fisch. Fantastisch, ein toller Fisch. Petri. Sehr schön gezeichnet, super Fisch. Worauf hat er gebissen? Er hat erstaunlicherweise wieder auf diesen Köder gebissen. Diesmal im Mittelwasser. Hier ist es relativ flach, vielleicht so 1-2 Meter. Und den wollte er haben. Ich auch. Geil, super. Ja, ich musste gerade meine Moderation abbrechen, denn der Jan hatte nämlich genau auf diesen Gummifisch mal wieder einen schönen Barsch gefangen. Wir fischen heute sehr viel mit diesen selbstgemachten Ködern von Jan und es macht uns wirklich sehr viel Spaß. Es gibt viele Leute von euch auch, die sicherlich Köder selber machen, Vorfächer selber binden. Mich würde es ganz einfach mal interessieren, warum macht ihr die Sachen selber? Also zum Beispiel Vorfächer binden, Gummifische gießen. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich weiß, warum der Jan das macht, weil diese Gummifische definitiv fangen. Den mache ich mir auch direkt drauf. Und lasse jetzt auch keine Zeit verstreichen, denn ich muss sicherlich heute auch nochmal einen Barsch fangen. Ich sag, wir fangen hier noch was. Ich gehe gleich auch noch mal auf die andere Seite gucken. Hat eine angemessene Tiefe hier, ne? Fisch? Ein Klopper. Oh, ein Hecht. Was für ein Biss, mein Freund. Super. Alter Schwede. Richtig schöne kleine Fritte. Aber der wollte den Köder richtig haben. Der hat sich den voll weggeholt. Ja, super, hat Spaß gemacht. Sauber. Sehr schön. Wir fahren jetzt noch mal einen Spot weiter. Es war gerade irgendwie sehr entspannt hier zu angeln. Nicht nur, weil Jan gut gefangen hat, sondern weil es gerade irgendwie ganz ruhig und entspannt hier war. Wir fahren jetzt noch mal das weiter. Schauen mal, ob wir da auch noch was bekommen. Wir vergessen jedes Mal den Kescher. Bisher hat es Glück gebracht. Aber bei dem großen Barsch hätte es auch in die Hose gehen können. Ne? Solange der Michi meine Fische alle landet, brauche ich eigentlich keinen Kescher. Ich bin ein guter Assistent. Also, wenn ihr mich buchen wollt, schreibt in die Kommentare, Michael, sei mein Kescher und ich bin am Start für euch. Ich bin qualifiziert, hat der Jan gesagt. Mehr als das. Das Licht geht an. Leute, wir haben es für heute geschafft. Ein grandioser Tag geht zu Ende. Jan, deine letzten Worte. Boah, ich bin jetzt auch ganz schön geplättet. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Wir sind zwar heute Morgen spät weggekommen, weil der Michi noch zum Zahnarzt musste. Aber dafür haben wir uns dann auf der Hinfahrt ordentlich verfahren. Also eigentlich sind wir die doppelte Zeit der Strecke gefahren. Naja, nichtsdestotrotz ist ja noch ein guter Angeltag draus geworden. Ist immer schön, wenn man auch einen Ausnahmefisch mit dabei hat. Ein paar kleine Hechte haben wir gefangen und wie immer hat es jede Menge Bock gebracht. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr sagt,
grandioser Barsch war das. Dann lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und wenn euch unser Format gefällt, Rock the Fish, wäre es cool, wenn ihr uns abonniert, dann könnt ihr zukünftig jedes Video auf keinen Fall verpassen und wir sagen, ja, schönen Abend und viel Spaß beim Gucken.